Es geht einfach auf jeden Fall jetzt um die Erleuchtung, also im praktischen, aber auch im übertragenen Sinne, um die Erleuchtung und was die Salze, diese Salze, vor allem diese 12 Salze eben damit zusammen zu tun haben. Das ist unser Thema, aber das wird uns einige Zeit lang begleiten. Aber das ist nicht nur so, nur Salze, wie gesagt, das ist sehr, sehr viel drumherum. Also das Ganze, fast Menschheitswissen so ein bisschen gefiltert, präsentiere ich euch in diesen Vorträgen. Und diese Schüssler, hat er das so gewusst oder so? Schüssler hat es zum Teil gewusst. Schüssler hat sich eben also auf der biochemischen Ebene auf diese Salze konzentriert. Der kam von der Chemie. Von der Chemieseite. Aber es gibt, ich meine, die Quellen, auf die ich zurückgreife, die sind wirklich vom Anfang vom 19. Jahrhundert, nicht 19., 20. Jahrhunderts. Das heißt, bevor so richtig diese biochemische oder chemische und genetische Wahnsinn fast angefangen hat sozusagen. Also da, das sind so die früheren Werke, die eben also sowas viel, viel mehr beinhalten. Das heißt, wo Homöopathie noch durchaus noch wettbewerbsfähig war mit anderen, naja, medizinischen Modalitäten. Aber dann irgendwann mal hat es dann eben dank Rockefeller Foundation eben gekippt, sozusagen. Dann alles so Richtung Chemie, Richtung Nuklearmedizin und so irgendwie so gegangen. Oder vor allem natürlich Pharmazie. Aber das ist eigentlich die echten Weisheiten. Und wir bekommen immer mehr davon eben mit. Das ist einfach das Schöne daran. So, okay, wir sind jetzt beim zweiten, aber nicht letzten Teil der Salze. Und wir erforschen, also wir werden dann immer mehr erforschen. Und es ist richtig, wirklich eigentlich eine Reise in uns selbst letztendlich. Vor allem auf der esoterischen Ebene. Nicht nur auf der chemischen Ebene, sondern auf der esoterischen Ebene. Weil das alles wirklich miteinander zusammenhängt. Und das werden wir auch immer mehr verstehen und begreifen. Es sind sehr viele Ebenen auch. So wie zum Beispiel auch so die Bibelkenner oder einfach so diese heiligen Bücher oder einfach esoterische Bücher. Man meint ja, die sind ja wirklich auf verschiedenen Ebenen, verschiedenen Schichten so auch verschlüsselt geschrieben. Und je nachdem, wie weit der Mensch ist oder wie bewusst der Mensch ist, kann man eben also diese Ebene oder die nächste oder die nächste Ebene verstehen. So ist es eigentlich auch mit Wesenwissen. Es gibt sehr unterschiedliche Ebenen der sogenannten Wahrheit. Und manche sind einfach nur für die Eingeweihten eben zugänglich. Aber man, also wenn man recherchiert, wenn man sucht, dann wird man ja eingeweiht. Das ist ja das Gute. Okay, also, ich habe das auch letztes Mal erwähnt, also neue Flaschen für neue Weine. Das heißt, wir müssen einfach diese neue Flaschen machen, produzieren. Das Wassermann-Zeitalter ist der Ausdruck des höheren Selbst, des echten Selbst. Und das ist ja, es geht ja um den Geist. Und um dieses Selbst wirklich verwirklichen zu können, weil im Moment, solange wir leben, auch dieses höhere Selbst mit dem Körper, mit dem Materiellen unmittelbar verbunden ist, aber dieses Selbst so hoch schwingend ist, dass diese Materie normalerweise wirklich einfach verbrennen würde, so wie Kontakt sozusagen hergestellt wäre mit den höheren Ebenen, müssen wir einfach selbst uns darum kümmern, dass diese materielle Ebene neu geschaffen wird und einfach mehr von diesem Selbst oder von diesem Geist beinhalten kann. Das ist einfach so, darum geht es in dem Wassermann-Zeitalter. Das ist, worum es geht, auch in der Bibel, neue Flaschen für neue Weine. Weil die Weine, das heißt Blut und Körpersäfte, die werden, je nachdem, also wenn wir uns erneuern, wenn unser Geist sich öffnet, wenn unser Bewusstsein sich öffnet, und dann kommt es letztendlich sowieso, das geht Hand in Hand, dass auch neue Flaschen oder auch neue Tempel,
Das ist wie Salomons Tempel. Sol und Mond, das heißt Sonne und Mond. Das ist eine andere Art von Deutung, Bedeutung von diesen auch biblischen Texten oder esoterischen Texten. Und dieser Tempel, das ist unser Körper. Hier ist was Interessantes, ich werde gleich mal darauf eingehen, selbst. Selbst. Ich meine, wir sagen das immer wieder, also ohne einfach darüber nachzudenken, aber selbst oder im Englischen self ist verbunden mit zum Beispiel im Französischen sel oder Salz. Salz und selbst oder sol, sozusagen auch die Sonne, die haben eigentlich den gleichen Wortstamm. Und es ist Salz. Also selbst ist eigentlich Salz. Sogar hier ist einfach so diese Bedeutung oder die Wichtigkeit von Salz schon verschlüsselt in diesem Wort steckt es. Und Salz war ja, wie ich letztes Mal auch erwähnt habe, ein sehr, sehr wichtiges Material, Handelsmaterial auch in der neuen Zeit oder Mittelalter und so weiter. Aber ich meine, es geht viel, viel, das ist auch nur eine Ebene von diesem Wert. Aber das Salz für den Körper ist einfach fast beim, also ist einfach, kann man gar nicht messen, also wie wertvoll das ist eigentlich. Salz, Kristall. Okay, also da steckt es auch schon drin. Also dann, wie der Sokrates auch gesagt hat, Mensch, erkenne dich selbst. Damit müssen wir eben anfangen, auf einer neuen Art und Weise. Es ist ja nie zu Ende, wenn man eine Ebene der Erkenntnis erreicht hat, das ist im Leben nie das Endspiel sozusagen, es geht immer weiter. Und es ist jetzt sozusagen sowas wie das, also wenn wir uns mit diesem Thema beschäftigen, mit der Erleuchtung, das ist wirklich so die Verbindung zu unserer Heimat, würde ich gerne sagen, also da, wo wir wirklich zu Hause sind letztendlich. Das ist unser Kern, unser Wesenskern, was nicht materiell ist. Und die Salze spielen eben da eine sehr, sehr wichtige Rolle, um das wirklich, also diesen Kontakt herzustellen. Und in dem Sinne selbst, Salz und auch diese höheren Ebenen, die gehören wirklich zusammen. Okay, also hier ist, ich werde jetzt ein Zitat jetzt entfalten und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Das finde ich so köstlich. Und Dr. Fred Nietzsche ist im Moment 85 Jahre alt und also schon irgendwie so ein bisschen von der alten Schule und ist vegan. Ist auf jeden Fall auch Ernährungswissenschaftler und so weiter und berät immer noch irgendwie in seiner New Yorker Praxis ziemlich viele Leute. Aber ich meine, was er zu sagen hat, ist wirklich köstlich. Also, die Gesundheit des physischen Körpers wird auf der spirituellen Ebene, also das heißt durch Schwingungen, erzeugt. Durch elektrische und chemische Prozesse angetrieben und auf der biologischen und genetischen Ebene ausgedrückt. Diese drei Ebenen, das ist genau das, also wie das wirklich abläuft. Das ist wirklich genial, wie das irgendwie so hier in dieser Reihenfolge auch ausgesprochen wird. Und ich meine, die untere Ebene, biologische und genetische, und ich würde sagen auch diese chemische Ebene, das ist etwas, was die in der modernen Welt wirklich so richtig kennen, vor allem von unseren Körperfunktionen. Also da wird sehr viel Forschung getrieben und da kennen wir sehr, sehr viel davon. Und da habe ich eigentlich so eine Linie gezogen, aber das, ich meine, die chemischen Prozesse, klar, ich meine, das gehört natürlich auch dazu. Sogar ein bisschen elektrische Prozesse, aber ich meine, die
wir legen nicht so viel Wert drauf eigentlich, vor allem auch im täglichen Leben, wenn wir jetzt irgendwie vom Körper sprechen oder so, das ist uns nicht bewusst, dass wirklich auch sehr viele elektrische Prozesse im Körper eigentlich ablaufen. Wir denken einfach so, ja, mit Zellen und was weiß ich, ja, eben vielleicht Moleküle, Nahrungsmittel und das und jenes, vielleicht auch Körpersäfte, sowas. Aber eigentlich ist diese elektrische Energie, die wirklich über die elektrische Energie wird die chemischen Prozesse auch angetrieben. Aber letztendlich, das ist ja nicht die Quelle. Die Quelle ist ganz, ganz weit oben. Und ohne diese Ebene, diese Schwingungsebene und sogar darüber hinaus, läuft eigentlich gar nichts. Das ist einfach vielen, vielen nicht so bewusst, vor allem in der medizinischen Welt, nicht bewusst. Aber das ist die Wahrheit. Und hier werden wir jetzt auch in diesem Vortrag, auch in den Folgevorträgen eben immer wieder das sehen und darauf eigentlich zurückkommen, auf unsere Art und Weise, dass es eine Einheit bildet und diese Salze wirklich, diese Einheit wirklich auch, also wirklich den Kontakt, diese Einheit wirklich wieder herstellen. Okay. Kennt ihr vielleicht auch dieses Bild von, ihr kennt es nicht? Da bin ich aber sehr enttäuscht. Ne? Ja. Wie heißt dieser Film? Matrix? Matrix, genau, ja. Das ist ein Kultfilm, wenn ihr das nicht gesehen habt, dann würde ich euch wirklich empfehlen. Er ist jede Szene verschlüsselt, er beherbergt so viele Informationen. Aber auf jeden Fall, das ist einer der Helden in dem Film Morpheus. Ich werde kurz später darauf nochmal eingehen, aber in einer der Szenen ist einfach so eine Batterie in der Hand und sagt, dass jeder Mensch ist eine Batterie, ein Zusammenschluss von Zellen und die Gesetze, welchen er unterliegt, sind jedem Elektroingenieur bekannt. Und was ist passiert? Der Körper muss das notwendige Material besitzen, um die geeignete Art und die ausreichende Menge an Elektrizität anzuziehen. Sonst funktioniert der Körper einfach nicht. Das ist eine ganz, also ziemlich, ziemlich banal eigentlich, aber wir vergessen das. Was ist damit Material? Das sind die Salze. Das sind die Salze, ne? Vor allem die Salze. Ich meine, gut, ich meine Kohlenhydrate, was weiß ich, Fette, Zucker hin und her, aber vor allem die Salze, das ist das Material, worauf was rankommt, weil das ist das, was eben also diesen Strom, also diesen Fluss von Elektrizität wirklich sicherstellt. Ist das vergleichbar mit dem Magnetismus? Möglicherweise kann man, natürlich, ich meine, wir haben ja von Fisch auch zum Beispiel gesprochen, also das Eisenphosphat, also magnetische Elemente und mit Strom wird natürlich auch Magnetismus auch, ich meine, die gehen ja Hand in Hand. Ohne Strom gibt es eigentlich auch kein, oder ohne Elektrizität gibt es auch keinen Magnetismus letztendlich. Ja, das ist einfach dieses notwendige Material. Alles drumherum, das ist notwendig, um wirklich auch den Körper aufzubauen und dann verschiedene Stoffwechselprozesse natürlich auch zu erhalten. Alles andere, ja. Okay, dann schauen wir uns mal eine Batterie an, wenn es so wichtig ist. Im Innenleben von einer Batterie. Und übrigens, 2012, irgendwie eine, das habe ich hier, glaube ich, irgendwie eine Uni in den USA. Moment, wo war das? Das habe ich hier nicht geschrieben, also welche Uni, aber Babak Parviz und Brian Otis. 2012 haben sie festgestellt, ich meine, das ist ja nicht nur der Mensch, sondern auch Tiere oder Pflanzen, also jede Art von Lebewesen ist eine Batterie. Und diese beiden Wissenschaftler haben einfach ein Kabel genommen, ein geeignetes Kabel, das eine Ende in einen Baum gesteckt, und das andere Ende in die Erde gesteckt und dann einfach so einen Strom dann sozusagen gemessen und das war 200 Millivolt. Also das ist also nochmal ein Beweis, dass wirklich jedes Lebewesen wirklich auch
wesentlich meines Geistes sozusagen, auch dieser Lebenshauch, was wirklich also durch uns durchgeht, ist wirklich auch messbar. Okay, also ist es hier so, ich meine, eine Batterie ist ein Instrument, das die elektrische Energie in chemische Energie umwandelt und speichert und gegebenenfalls natürlich wieder freisetzt. Und da haben wir, also Hauptbestandteile sind diese zwei, also Anode und Kathode, und das sind meistens Metalle. Ein Metall ist ein edleres Metall als das nächste, damit einfach so dieser Elektronenfluss überhaupt gewährleistet werden kann. Das edlere Metall bekommt dann einen Elektronenfluss, also wenn der Strom, also Kreis zusammengeschaltet ist. Und diese Elektrolytenlösung, das heißt, das ist eine Flüssigkeit, die Ionen beinhaltet, die eben also von Kathode dann zu Anode dann laufen, also die, und dann eben also diesen Kreislauf dann vervollständigen. Und wenn ein Gleichgewicht zum Beispiel hier erreicht wird, beziehungsweise zum Beispiel dieses unedlere Teil hier dann aufgebraucht ist, dann ist die Batterie dann leer sozusagen. Aber ich meine, das ist auch deswegen, wir sagen auch zum Beispiel Elektrolytehaushalt in unserem Blut oder in unseren Körpersäften. Das ist, ich meine, wir haben auch das hier. Und wir haben in unseren Zellen auch ein Potenzial, wir können das messen, Zellpotenzial. Und das läuft sozusagen auf der untersten Ebene, auf der Zellebene in der Tat so. Ich meine, Protoplasma von den Zellen, das ist eigentlich so eine Elektrolytenflüssigkeit mit verschiedenen anderen natürlich biologischen bzw. biochemischen Molekülen noch drin und so weiter und so fort. Also das ist auf jeden Fall ein Speichermedium, aber was auch in der Elektrizität durchaus freisetzen kann. Und wenn es ein Akku ist, dann kann natürlich dieser Prozess auch rückläufig laufen und dann sich wieder aufladen und dann dieser Elektronenfluss immer wieder halt dann neu gewährleistet wird sozusagen. Das ist die Batterie. Ja, und wir sagen ja, hier an der Kathode ist die, also ist Reduktion und Anode Oxidationsstelle sozusagen. Und das sind auch von uns zum Beispiel von auch Oxidation oder Reduktion von Chemieunterricht vielleicht auch bekannt. Und wir werden aber auch darauf zurückkommen. Also das sind auch, um unser Vitalprozesse zu verstehen, eigentlich sehr, sehr wichtig. Aber ich komme darauf nochmal zurück. Gibt es irgendwelche Fragen dazu? Das heißt, wir müssen diese Stoffe in uns haben dann, oder? Ja, wir haben das. Also nicht in dieser Form natürlich wie eine Maschine. Ne? Nein, also das ist für verschiedene Metalle sein. Das muss nicht unbedingt das so sein. Aber ich meine, das ist ein gutes Beispiel. Wir haben auch durchaus Kupfer und auch, also nicht Zinn, aber Zink. Zink vor allem, also sehr, sehr, sehr wichtig in unseren Zellen auch. Ja, Vitaminpack, wo wir ja draufstehen. Ja, genau. Ja, wenn das aber nicht richtig läuft, dann sieht es auch so aus. Und das habt ihr vielleicht auch gesehen. Und so ist es eigentlich auch, also für die meisten von uns. Und deswegen ist es so, die menschliche Batterie funktioniert sehr schwach. Der Strom, das heißt der Elektronenfluss, ist dürftig, die Zellen sind verrostet. Und der Geist ist immer da. Das heißt, also der Fluss von Elektronen, der steht uns zur Verfügung. Das ist hier. Der Geist ist nie mangelhaft. Aber das Problem ist bei uns eben, wir haben nicht die Kapazität, oder ich meine diese Elektrolytelösung und vor allem, die sind nicht in ausreichender Menge und Qualität vorhanden, so dass wir uns nicht dem, was uns eigentlich umsorgen möchte, anschließen. Das ist das Problem und das ist das große chemische Geheimnis aller Zeiten. Und deswegen können wir
Ich meine, jetzt sprechen wir gar nicht von Erleuchtung, sondern wirklich ganz normal, also von normalem Wohlbefinden sprechen wir. Auch wenn das so aussieht, wenn die Zellen wirklich voll mit Müll sind und sich nicht reinigen können und immer mehr so zugemüllt werden, und ich meine, dann geht es natürlich nicht. Vor allem also dieser Elektronenfluss ist der Reiniger, der Aufbauer und der eigentlich Aufbau und Reinigungsprozesse. Das alles wird eben also durch diesen Elektronenfluss letztendlich gewährleistet. Das ist eine Kaskade, die beginnt ganz oben, das werden wir gleich sehen. Und es ist nichts anderes als also wirklich bis der tägliche Aufbau von Zellen und Stoffwechselprozesse. Es geht nur darum, Elektronen von einer Stufe zur nächsten, von einer Stufe zur nächsten zu befördern. Das ist nichts anderes als das. Aber egal, ob wir jetzt verdauen, egal, ob wir denken, egal, ob wir husten, egal, ob wir, was weiß ich, was anderes machen, denken, laufen, schlafen, es geht nur darum. Okay, also das Problem liegt an der menschlichen Batterie, sie kann sich nicht an etwas anschließen, dem sie nicht gewachsen ist, in dem jetzigen Zustand. Das ist das große chemische Geheimnis, das ihm durch das eigene Unkenntnis verborgen bleibt. Ja, okay. Und das ist letztendlich die biblische Vertreibung aus dem Paradies. Das ist, weil wir eben mangelhaft sind in unseren Körperprozessen. Oder kennt ihr das? Das ist Odysseus, die Reise oder die Irrfahrten von Odysseus. Das ist genau das Gleiche. Oder auch andere, das sind die Sirenen, ja. Ja, aber es gibt ja auch diese Giganten und was weiß ich, alles, da diese Irrfahrt von ihm. Das ist letztendlich wirklich auch diese Geschichte, wenn der Körper sich nicht genügend ernähren kann, versorgen kann mit diesen wichtigen Materialien, dann ist er nicht genügend ernährt. Okay, jetzt ist ein kurzer Ausflug zu einem anderen Thema, aber was natürlich damit verbunden ist. Ich habe das ganz vielleicht immer wieder auch mal gebracht, weil es auch sehr wichtig ist, in Astrologie sowie auch in anderen natürlich hermetischen Wissen auch vorkommt. Das sind die vier Elemente, die auch in Astrologie vorkommen und darüber hinaus natürlich Äther, das ist das absolute höchste Ebene, wo der Geist oder das Spirit eben zu Hause ist. Alle diese vier, hier ist natürlich die Grenze, ist uns einigermaßen bekannt, vertraut oder greifbar, aber Äther eben nicht. Und hier habe ich diese platonischen Festkörper, die zu diesen Elementen zugeordnet sind. Und interessanterweise ist der Festkörper, der zum Äther zugeordnet ist, ist ein Dodekoeder. Das heißt, 12 Facetten mit Pentagon-Flächen. Also das sind also 12 Stück davon. Und das ist Äther. Prinzip, und das ist ja eigentlich letztendlich das Prinzip von unserem Universum, 12. 12 ist die Zahl, deswegen gibt es 12 Tierkreiszeichen, deswegen gibt es 12 Jünger, deswegen gibt es auch 12 Salze, es gibt es auch 12 Imams zum Beispiel im Islam, und es gibt auch im Märchen sehr, sehr viele, 12 das und 12 jenes, 12. 12 ist die Zahl von unserem Universum, deswegen ist es 12, deswegen haben wir auch die 12 Seiten. Die wir dann auch letztendlich immer wieder behandeln werden. Und es sind ja eben Ebenen, wie ein riesen Hologramm,
die 12 Salze oder dieses Prinzip von 12 in der Schöpfung, in der Urschöpfung, drückt sich auch in der Astrologie beziehungsweise im menschlichen Körper eben wie dargestellt. Das ist eine sehr, sehr uralte Zeichnung, nehme ich an, aus dem Mittelalter oder so. Das finde ich sehr witzig. So da, das kennt ihr in anderen Formen natürlich, das fängt hier an mit Widder und mit Fischen hier, hört es auch auf. Und wir werden das alles, ich meine, das ist nur so eine grobe Einteilung. Es gibt ja sehr, sehr viel, also diese Prinzipien, auch, ich meine, und andere, also Organe oder Organsysteme gehen ja ineinander über und so weiter. Das ist eigentlich sehr komplex, aber diese Zuordnung ist auf jeden Fall sehr, also richtig und sehr wichtig auch. Und es ist ein uraltes Wissen. Das ist so fest wie keine Ahnung was selbst. Deswegen fangen wir jetzt auch mit wieder an. Das ist auch eine sehr schöne Zeichnung. Und wieder ist der Kopfbereich. Das sitzt ja auch auf dem Kopf hier. Das sieht man ja ganz deutlich. Okay, dann fangen wir mit dem wieder an und schauen wir mal, was das alles eigentlich ist. Das kennt ihr vielleicht auch wieder, weil ich meine, es ist nicht nur die Anatomie, sondern wir machen das ja auch ganzheitlich. Wieder ist ja, ich meine, wenn wir jetzt hier das ganze Jahr, das sind ja 12 Monate, wiederum ein 12er System, es ist auch kein Zufall natürlich. Wir fangen immer am 21. März mit Tag und Nacht gleich an, wo die Tage länger werden, hier. Deswegen ist in der Astrologie natürlich auch die Sonne im Widder erhöht, weil die Sonne an Kraft gewinnt und deswegen auch die Sonnenstrahlen wirklich auf die Erde kommen und die Erde anfangen neu zu beleben. Das ist sehr, sehr wichtig. Das ist nicht nur in der Natur so. Widder ist in der Tat, der Kopf ist in der Tat eben, also der Bereich, wo diese Sonnenstrahlen, das heißt Sonnenstrahlen, hat natürlich eine andere Bedeutung. Das heißt, sowas wie Geist, universeller Geist wirklich kommt und sich irgendwie hier im Kopf sozusagen imprägniert. Erst dann nimmt es einfach so seinen Lauf in der Anatomie. April ist der Monat eigentlich, weil der Widder ist ja nur eine Woche im März und dann geht es in April über. Und April, Uver, Aberto und diese Wörter mit dem lateinischen Ursprung, Apere, glaube ich, oder Aperitif, das ist Öffnen, also Öffnungsgetränk oder sowas. April ist Öffnung, Öffnungsmonat. Da fängt das Jahr an, da fängt das Leben an. Das ist eigentlich die Bedeutung von April. Das ist die Öffnung, der Öffnung. Ouverture ist es eigentlich auch nochmal, Öffnungsmusik oder sowas. Ja, und das heißt, April öffnet eigentlich auch das Leben. Das heißt, der Widder öffnet das Leben. Auch in der Anatomie, der Kopf öffnet das Leben. Also das heißt, wenn wir jetzt anfangen, das so nochmal anders zu beleuchten. Im Kopf haben wir natürlich das Gehirn. Und das größte Teil von unserem Gehirn ist Cerebrum, das heißt Cortex und eben, also das heißt das Großhirn. Und das ist vor allem dem Widder zugeordnet. Cerebrum ist dem Widder zugeordnet. Und ich möchte jetzt dieses Wort nochmal auseinandernehmen, weil in diesen Wörtern stecken die okkulten Weisheiten letztendlich, was sehr, sehr interessant und wichtig ist. Also, fangen wir an. Ceres heißt Wachs oder Bienenwachs oder auch Same. Das heißt, der kleinste Teil von einem Prinzip, das Leben verursacht, sozusagen.
also als Samen, aber auch Bienenwachs, wirklich Bienenwachs als eben also dieses Material, das halbfeste, halbflüssige, was in Hitze sehr, sehr leicht wirklich auch schmelzen kann letztendlich. Das ist in der Tat, weil das Gehirn, also die Gehirnmasse wirklich sehr, sehr weich ist, sehr, sehr viel, also fetthaltig ist und weich ist, das ist eben also diese Ceres-Geschichte. Das kommt eigentlich RU oder RA hoch, höher gelegen. Also letztendlich heißt es entweder höher gelegener Same oder höher gelegenes Wachs, wenn man das zusammennimmt. Brahman, die höchste Kaste im indischen System, das ist auch genau von diesem Stamm abgeleitet, Brahman. Oder Ramadan oder Ramazan im Türkischen, der höchste Monat, der heiligste Monat, das ist nämlich eben das Edelste. Das ist edel, höher gelegen, also wirklich etwas von einer besseren Herkunft sozusagen. Einfach diese Sachen, oder Ra im Ägyptischen, das hat alles eben, oder Abraham, Rama, die indische Gottheit, die alle haben eben, also die haben einfach mit diesem Grund eine gemeinsame Geschichte, hoch, höher gelegen. Das heißt, wieder regiert über das höchste, höchste allerhöchsten Organe, Zerebrum. Da, wo die Gedankenprozesse stattfinden vor allem, also darum geht es. Hier, vor allem geht es darum. Und dieses Wachs, Bienenwachs, ich meine, Cerealie kommt auch daher, aber das ist mehr so wahrscheinlich vom Samen her. Das Bienenwachs ist nämlich ein Material, was sich dieser Geist, dieser Elektrizität, wenn man so will, also diese Impulse, wie die ersten Sonnenstrahlen, wenn das wirklich in das Gehirn kommen, die können sich also in dieses wachsartige Material sehr, sehr schön und leicht einprägen. Und diese Falten, Einfaltungen und so weiter, ich meine, diese ganzen Neuronenverbindungen, die sind je nachdem, wie wir uns unserer Umwelt anpassen und wie wir lernen und unser Denken sich entwickelt, so entwickeln sich auch diese Gehirnfalten, also jedem individuell. Und da ist es wirklich individuell, wie eine CD, wie eine CD gebrannt wird, wird eben auch diese weiche Oberfläche sozusagen, also dieser Strom, diese Elektrizität eingeprägt. Eingebrannt war, deswegen auch dieses Bienenwachs. Interessant eigentlich. Das ist nur so ein kurzer Exkurs. Ich werde das später noch viel, viel in der Tiefe, also mit der Mythologie behandeln. Aber im Aries zum Beispiel, da wird wieder Cetus, Cassiopeia und Perseus zugeordnet. Diese drei Konstellationen. Wunderbar, wunderbar. Mit zum Beispiel Deneb, oder Menka, Mirfat, Algol, das sind sehr wichtige Fixsterne auch in der Astrologie. Und die sind auch auf dieser Ebene. Nur so viel im Moment. Ja, ich habe extra dieses Bild gewählt, weil das eine Biene ist. Das ist ein uraltes Bild. Und sie haben damals schon gewusst, was es eigentlich heißt, also wieder mit Cerebrum, was das eigentlich heißt, Biene. Und wenn man, ich meine, ich habe auch das auf vielen, vielen Kirchen auch gesehen, diese Biene als Symbol oder zum Beispiel, das ist irgendwie auf einer jüdischen Grabstein, glaube ich, oder das ist, kennt ihr, was das ist? Was Kirchliches, sieht aus wie so ein Stoff. Das ist ein Stoff, ein Gewebtes, ne? Das ist ein Stoff, aber das ist nicht kirchlich. Ja?
Das ist ein Schütze von den Freimaurern. Ah, ja. Und da ist auch ein Bienenstock. Das benutzen sie auch oft. Und das ist aus dem mesopotamischen Raum auch wieder so ein Bienensymbol. Und da könnte ich viel, viel mehr bringen. Aber letztendlich, ich meine, das ist wirklich auch diesen okkulten oder halbokkulten Institutionen wohl bekannt, was eigentlich Biene ist nicht nur fleißig. Biene ist nicht nur für die Produktion, ich meine, für die einfach so Produktion von, also von gutem Material oder so, ich meine Fleiß und Tüchtigkeit, es ist nur eine Ebene. Die andere, die tiefere Ebene ist wirklich Gedanken, Gedankenkontrolle, Herr über die Gedanken zu sein. Das ist wieder, das ist Gedankenprozesse, Initiierung, Impuls der Gedanken und Meistern von Gedanken. Darum geht es eigentlich hier in wieder. Okay. Und wie ich gesagt habe, also das ist normal, das ist vielleicht nicht so ganz appetitlich für uns, nicht Mediziner, also das Gehirn so von der Nähe anzuschauen, aber letztendlich, ich meine, das ist normal, um nochmal klar zu machen, also wie, also dieses Wachsartige, dieses weiche Oberfläche oder auch diese verschiedene Faltungen und so. Und letztendlich wird da, also nicht Gedanken natürlich gespeichert, das wissen wir, aber ich meine, das Gehirn und vor allem das Cerebro ist einfach die Stelle, wo diese Denkprozesse sozusagen umgeleitet werden letztendlich. Und wenn das nicht richtig funktioniert, wenn dieses Material hier wirklich mangelhaft ist, dann gibt es sehr, sehr viele auch Krankheiten, also ganz anders. Das heißt, Zerebrum oder wieder, das ist unser höchstes, aber höchstes Gut. Das ist wirklich unser höchster Schatz. Und deswegen habe ich das auch hier so dargestellt. Das ist das, was wir unbedingt haben wollen. Sonst gibt es kein Leben. Das Zerebrum und auch die Epiphyse und die Hypophyse, das heißt Pituitary und Pineal Gland. Das sind die zwei wichtigsten, aber allerwichtigsten Drüsen im System. Ohne diese Drüsen und vor allem auch ohne die, was sie produzieren, gibt es wirklich auch kein Leben. Weil dieser Saft, was sie produzieren, das ist absolut für die okkulten Gesellschaften absolut das Heiligste von Heiligen. Sie sprechen von Mana, sie sprechen von Soma, sie sprechen von Amrita, sie sprechen von Tau, sie sprechen von Prima Saft. Wenn ihr sowas seht in irgendeinem Skript, das auf einer Ebene ist es vielleicht, ja, ich meine, in Indien zum Beispiel, wenn sie da Amrita, da bekommt man irgendwie so einen gezuckerter Saft und dann sollst du das trinken oder so. Das ist wirklich ziemlich, also ich meine, das ist wirklich lächerlich. Sie meinen wirklich auch so diese Produktion von diesen Drüsensäften, die dann letztendlich runterkommt, also über den Körper verteilt wird, über andere Drüsen geht, sich dann differenziert und dann auch mehr, also sozusagen Körperaufbau, also die Körperaufbauprozesse dann einleitet. Und auch die ersten aktiven Drüsen, weil der Kopf wird ja zuerst, also in der embryonalen Entwicklung, der Kopf wird ja zuerst entwickelt und auch eigentlich gebaut. Das sieht ja, ich meine, der Mensch sieht ja wie ein Kalbvogel aus. Also so ein riesen Kopf und irgendwie so ein kleines bisschen halt hinten. Und es ist deswegen, das ist absolut, weil hier, von hier aus, das ist Kontrollzentrum. Es geht alles von hier aus. Und vor allem also dieser Saft, dieser Soma oder Amrita oder eben Prima Saft, was auch immer man das nennen mag. Und in der Bibel heißt es Brot. Gib uns unser tägliches Brot. Das kann auf der Außenwelt eine andere Ebene und eine andere Bedeutung haben, aber letztendlich, was richtig, wirklich gemeint ist, wirklich tagtäglich wird das produziert und tagtäglich wird es auch in die anderen Körper, also Drüsen dann weiter geführt und differenziert
unsere Stoffwechselvorgänge aufrechterhalten. Das ist der, also das Kontrollzentrum. Ja. Und wie gesagt, also wenn das, wenn vor allem wenn diese Säfte nicht genügen oder in qualitativ, in ausreichender Menge produziert werden, heißt es, dass auch das Gehirn, also auch materiell, nicht hoch genug schwingen kann und deswegen sich auch mit den Informationen, die dann kommen, nicht richtig verbinden kann. Und dann gibt es natürlich nicht unbedingt ein erleuchtetes Wesen, sondern ein sehr, sehr mangelhaftes Wesen. Und so funktioniert das nämlich. Aber die mangelhafte Schwingung von Gehirnzellen, das Gehirnsubstanz, das wird als Gehirnesse, also Substanz oder sowas wie Saft eigentlich dargestellt. Und auch in der tibetischen im Raum, also ich meine in allen okkulten Kulturen ist es eigentlich bekannt, also unter verschiedenen Namen eben. Und wenn man wirklich an Erleuchtung kommt oder wirklich, also diese Schwingungen wirklich optimal laufen, dann ist man sowieso sehr zentriert, das kennt man ja. Und wird nicht weder vom Bösen noch vom Schönen irgendwie so beeinflusst. Das ist wirklich einfach ein neutraler Zustand des Wohlbefindens oder Wohlwollens letztendlich. Und was wollte ich jetzt sagen? Genau, und dann kommt ja, also von der Epiphyse tropft es sogar an den Gaumen. Und das kann man auch schmecken. Das hat einen fischigen Geschmack. Und das geht auf eine Reise durch den Körper. Und wenn wir aber nicht richtig uns ernähren oder nicht richtig leben, geht das eben verloren. Und das heißt, wenn wir richtig leben können, wenn wir bewusst leben können und uns, also auf uns, auf unseren Körper, auf unsere Gefühle und Gedanken aufpassen können, dann kommt dieser Saft wieder zurück. Das ist eben dieser Unterlegenprozess. Und es wird eben, also in diesen Vorträgen auch darum gehen, aber ich kann das wirklich nicht in einem oder zwei Vorträgen machen, das ist unglaublich komplex. Aber wir fangen jetzt mal an. Und das ist jetzt, zumindest mal in Theorie ist es so, also hier fängt es an, hier wird es geöffnet und hier findet der ganze Prozess sozusagen seinen Ursprung. Hier, grantig, zornig, reizbar, niedergeschlagen oder schnell entmutigt zu sein, ist ein sicherer Hinweis darauf, dass der Primasaft nicht auf seiner normalen Frequenz schwingt, die die Ausgeglichenheit oder die Gesundheit erzeugen soll. Es gibt entweder Gesundheit oder Ungesundheit, entweder Behaglichkeit oder Unbehaglichkeit. Also dieses in der Tat Unbehaglichkeit, was Krankheit bedeutet, es gibt nichts dazwischen. Entweder ist eine gute Schwingung, eine ausreichend höhere Schwingung oder einfach eine dissonante oder einfach eine schwache Schwingung. Was dazwischen gibt es nicht. Das heißt, also nicht nur, also diese Salze sind wirklich sehr wichtig. Es ist nicht nur, es geht nicht um eine banale Schwingung, es ist, was unsere Gesundheit auch ausmacht und auch unsere, vor allem unsere Psyche, eine gute und ausgeglichene Psyche erzeugt. Hier ist eigentlich nochmal der Beweis, das ist aus einem Buch entnommen. Hier, die haben gute Salze, ausreichend Salze in diese zwei Menschen. Ja, genau. Ja, und das erste Salz, und das erste und das vor allem, also das Wichtigste möchte ich nicht sagen, aber
Dieses Salz, das Öffnungssalz, Salz, das ist das Öffnungssalz von allem. Das ist ja wieder Salz. Wir haben ja also so eine Einführung gehabt. Mhm. Kaliumphosphat. Also Salz hat ja eigentlich immer zwei Komponenten, ein metallisches also Komponent und ein nichtmetallisches. Und daher, also ich habe das so ein bisschen dargestellt, Kalium, das ist ein Alkalimetall. Das heißt, alle Alkalimetalle sind sehr reaktionsfreudig, sie sind sehr instabil, also in normalen, also Temperatur und Druck und so weiter. Und die reagieren immer mit irgendetwas und dann sind irgendwie in einer Salzform, fühlen sie sich wohler. Aber ich meine, in so einer Festform, aber das ist sowas, die eigentlich fast wie Quecksilber fast, also irgendwie ziemlich auch weich, also die sind sehr, sehr weich. Auf jeden Fall, das ist ein Metall und Phosphat ist natürlich ein Phosphor, Anion letztendlich auch. Und Phosphor als Element ist ja, ich meine, leuchtend. Das ist ja, ich meine, vor allem unter UV-Licht, so ein Pulver. Es ist sehr interessant, also wenn man wirklich wieder auf die Namen eingeht, da kann man sehr, sehr viel erkennen. Phosphor zum Beispiel ist wirklich, also Phosphor ist leuchtend, das ist wirklich leuchtend. Und es ist ein alter Name von Luzifer, beziehungsweise auch Venus, als Morgen- und Abendstern, Phosphor. Es gibt, also in den Skripten kann man das eigentlich auch so sehen. Interessant, leuchtend, weil es leuchtet. Und Kalium, tja, das kommt eigentlich, ich meine, all diese Sachen kommen mehr so aus dem arabischen Raum, ich glaube, das ist nicht hebräisch, sondern wirklich Al-Ghali zum Beispiel, Al-Ghali im Arabischen, oder wir sagen ja Al-Kali, das ist genau das gleiche, dieser Kali. Kali ist auch im Indischen. Was ist Kali? Kali. Göttin. Bitte? Die Göttin. Das ist die Göttin, aber was ist Kali? Es gibt auch so ein Kali, Kali-Festigkeiten zum Beispiel. Kali-Fest. Was feiern Sie denn da? Ja, das ist die Göttin. Aber was repräsentiert sie? Das ist genau das, was Kalium ist, nämlich. Das ist genau das Gleiche. Ja, sie haben verschiedene Rituale, aber das ist ein Feuerritual. Das ist das der Göttin des Feuers. Das ist Feuer. Kali heißt Feuer oder eigentlich auch Elektrizität kann man sagen. Und all die Vorsilbe El oder Al, immer vor allem auch im hebräischen oder im arabischen Raum, es ist immer Gott bzw. Gottheit, die Schöpfung oder Schöpfergott oder zum Beispiel Vater. Diese Vorsilbe hat immer eben also diese Bedeutung. Auch Elektron, Elektra zum Beispiel, Elektra ist auch eine Tochter von irgendeinem, ich glaube vom Agamemnon oder irgendwie so, also irgendwie auch von einem Gott. Und die heißt leuchtend. Elektron ist eigentlich ein leuchtender Körper. Elektron. L ist immer irgendwas mit, also und das heißt Al-Kali oder Kali ist Feuer und das ist Feuer und leuchtend, leuchtendes Feuer, ungefähr, Kaliumphosphat. Und dieses Salz hat wirklich die höchste Schwingung von allem und nur Kalium, das heißt Kalium kann wirklich die Gehirnzellen, also die Neuronen so richtig nähren, das ist wirklich eine Gehirnnahrung. Und in den alten Texten steht, das ist das Futter von den Göttern. Und diese Götter, das sind die Gehirnzellen. Sehr wichtig. Also Kaliumphosphat ist absolut wichtig für das Gehirn, damit man auch wirklich geistig wach bleibt. Und überhaupt also diesen Saft, diesen Prima-Saft so richtig produzieren kann, die für alle anderen Prozesse, also Hormonen,
Ausschüttungen eigentlich, also genügend, in genügender und in ausgeglichener Form wirklich zuständig ist, Kaliumphosphat. Ja, hier ist eben Kalium. Das ist die Göttin. Zerstörer, Reiniger, Aufbauer, alles in einem. Und wir sind ja immer noch in Kali-Yoga zum Beispiel, auch das ist Feuer, aber es ist in der Zerstörungsphase, aber dann kommt, oder auch Reinigungsphase, dann wird auch Aufbau kommen. Das ist, in welcher Reihenfolge, weiß ich nicht, weil ich da mit Hinduismus nicht so gut auskenne, aber Vishnu, Shiva und was ist das andere? Brahman, glaube ich. Das sind diese zwei, also drei die verschiedene Facetten von diesen Prinzipien. Oder in der Astrologie genau das Gleiche. Hier ist das Kardinale hier ist das Fixe und das ist das Bewegliche. Also es ist immer wieder in jeder Kultur in anderen Formen und vielleicht Worten wird immer das gleiche universelle Prinzip eigentlich ausgedrückt. Das finde ich einfach faszinierend. Übrigens, Wieder ist eigentlich auch, ich meine, man kann auch im Englischen, also nicht direkt, aber ein verwandtes Tier, Goat sagen. Das ist ja dieser Ziege. Aber das ist letztendlich fast das gleiche. Goat, God. Das ist hier, das gemeint. Kopf. Also Cerebrum. Ja, und dann nochmal auf dieser Jahresebene auch die zwei Gegensätze oder Gegenspieler nochmal zu verdeutlichen. Alkalisch, das ist Vater Feuer oder eben Geist Elektrizität oder sowas. Und sauer kommt von Saturn, das ist eben also dieses Saure. Und alkalisch ist die Sonne, das heißt Sonne ist dieses Feuer. Und das ist Tag, Sommer, Wärme, Licht, alles was lebensbejahend ist. Da ist die Nahrung. Auf dieser Jahreshälfte von März bis September ist wirklich Nahrung und Fülle, Wachstum, alles ist hier vorhanden. Und ab September, ab 21. September geht es einfach ganz rückwärts und da fällt die Sonne und dann kommt einfach Nacht, Winter, Kalt, Kälte, Dunkelheit und das ist Mangel. Da wächst gar nichts hier. Und da ist letztendlich auch Tod. Deswegen Saturn, sauer, aus saures Milieu ist Tod. Und deswegen, wenn man sauer ist, dann ist man dem Tod auch etwas näher. Und deswegen immer hell. Helle, einfach hell, leicht, leuchtend sein. Das ist, was man möchte, letztendlich. Und es ist letztendlich auch so die Reise von diesem Körpersaft, der hier produziert wird und dann langsam und langsam fällt. Also wirklich so hier fällt. Und hier ist, also von alkalischem in das Saure. Weil hier wie die Batterie, dann, also wenn es sauer wird letztendlich, dann ist es vorbei. Dann gibt es keine Reaktion, da gibt es keinen Strom, keine Elektrizität, da gibt es keinen Geist mehr. Also da gibst du halt den Geist auf. Das ist im wahrsten Sinne des Wortes. Genau. Okay. Also ich diese Übersäuerung von der auch. Ja, ganz genau. Genau, das war ja auch sagen, basisch. Ja, basisch. Basisch. Ich meine basisch und ich meine alkalisch ist basisch. Das ist genau das Gleiche. Ja, genau. Aber Alkali gefällt mir besser, weil es wirklich. Oder Basis, das ist ja Basis wahrscheinlich, also das Fundament, man kann vielleicht auch so sagen. Aber auf jeden Fall, hier. Dieses Fallen ist eben auch in Caduceus, also dieses Logo von den Ärzten oder von Apothekern oder so, das ist genau das. Kadere ist Fallen. Ein Kadaver ist ein gefallener Körper. Nicht ein toter, sondern ein gefallener Körper.
Und dieses Fallen geht wirklich, also hier wird eben dieser Primasaft produziert und fällt langsam, also über verschiedene Drüsen runter bis zum Sakrum. Und wenn es da immer noch vorhanden ist, wenn es nicht übersäuert wird durch unsere Lebensweise und so weiter und so fort, dann kann es wieder aufsteigen. Und es ist das, der Aufstieg auf der körperlichen Ebene. Weil wenn es wieder hier hochkommt, dann hat es eben also diesen fischigen Geschmack und es ist also dann beöffnet sich diese Epiphyse und dann ist wirklich also auf der anderen Ebene diese Erleuchtung und diese Öffnung des dritten Auges und dann also diese andere Wahrnehmung und Übergehen in andere Dimensionen und alles Mögliche, was die möglich. Aber die auf der physikalischen Ebene muss einfach diese Arbeit auch getan werden. Sonst gibt es Kurzschluss und dann verbrennst du einfach den Körper. Ja, daher kein Glücksfall. Wir werden vor allem natürlich vor allem bei Zwillingen mehr und mehr darauf eingehen. Zwillinge, das sind eben also diese zwei Bereiche, wieder so Gegenspiele, aber doch die sich ergänzen und so weiter. Und es hat auch mehr damit zu tun natürlich, aber, und es ist natürlich auch das Symbol von Hermes. Hermes ist auch Zwilling, Merkur und so weiter. Wir werden darauf eingehen, aber nicht dieses Mal. Das hat noch ganz andere Dimensionen auch. Caruso ist wichtig, sehr wichtig. Ja, also wenn man anfängt zu fallen aus dem Paradies, wird vertrieben und dann, ja, dann kommt eben hier da das Nächste. Das kündigt sich an. Das ist bestimmt. Ja, genau. Das ist das nächste Zeichen, wo dieser Primasaft dann ankommt. Der Taurus. Ja, also hier haben wir unseren Taurus, sieht ziemlich harmlos aus, nicht so wie der da. Und das ist ja unser Hals- und Nackenbereich und auch das untere Gesicht, also den Kinnbereich und so, das ist auch ein Taurus, dieser Bereich. Cerebellum, das Kleinhirn, ist Taurus, Stier. Wir können das wieder auseinander dividieren und dann sehen, also Ceres ist das Gleiche, und dann haben wir Bellum. Bellum ist interessanterweise Krieg, Krieg führen. Oder eine andere Deutungsweise ist auch Knospe, so eine Ausstülpung, was tatsächlich das ist. Ich meine, diese Zellbildung ist wirklich wie eine Ausstülpung aus der also Wirbelsäule heraus. Passt. Und Zellbildung und Bella, schön, ist eigentlich auch genau der gleiche Stamm, interessanterweise. Und bedeutet auch Krieg eigentlich, komisch, sehr komisch, wenn man sagt Bella Italia, Krieg Italien, oder wie auch immer. Sehr interessant, also manche sagen, also wie man also Stier mit Schönheit und so eben dann in Verbindung bringt. Und Wolle, das ist auch Bellum. Das ist alles der gleiche Wortstamm, Krieg, Kriegführung. Interessanterweise ist auch das Symbol von der Börse. Ja. Ich meine, das hat natürlich auch mit Stier etwas zu tun. Stier ist ja das Besitz und so weiter, aber hat vielleicht eine okkultere Bedeutung, eine okkultere Schicht auch. Krieg führen. Ja. Cerebellum. Er führt Krieg gegen Cerebrum. Was denn sonst? Das ist das kleine, das lymische, das animalistische Hirn. Und da, das ist der Vater, der Spirit, der Geist sitzt hier und das kleine Tier sitzt hier. Und es führt Krieg gegen den Vater,
gegen den Geist. Hier ist es ganz schön dargestellt. Michelangelo, das ist ein sehr bekanntes Bild, aber seht ihr, wie das geformt ist, das Tuch dahinter? Das ist Cerebrum. Das ist der Geist, das ist der Vater, das ist der höhere Geist, der wohlwollend im Cerebellum die Hand reicht. Und das ist hier die Zuversicht und hier ist Angst oder Zweifel oder Trägheit und hier ist die Aktivität und Impuls geben und lebensbejahende Haltung, so, ja, du schaffst es ungefähr, das weiß ich nicht, lass mich allein. Und so irgendwie, also das ist irgendwie dieser ewige Krieg zwischen dem limbischen System, hier Kleinhirn und Cerebrum, der hohe Hirn sozusagen. Das ist ja das, was uns Menschen wirklich auch sozusagen auch das macht uns eigentlich zu Göttern hier. Das ist wirklich also unser Gottanteil, Cerebrum. Im Gegensatz zu kleinen Cerebellum, wo dieser Krieg ein Tag aus stattfindet. Das ist die Angst, das ist unser Zweifel, das ist unsere Trägheit, das sind unsere Gewohnheiten, die wir überhaupt nicht aufgeben können, weil wir in unserer Existenz uns irgendwie bedroht fühlen. Und alles kommt eben aus dem Angstgefühl heraus. Hier sitzt die Angst und hier ist die Zuversicht, hier ist der Mut. Vor allem hier, Angst. Ich komme zurück zu einer meiner Lieblingsfilme, Matrix. Alles hat so viele symbolische Ebenen, Symbolcharakter. Das ist ein Morpheus eben, also mit dieser Batterie. Und es geht in dem Film darum, dass irgendwann in Zukunft die Welt durch irgendwie so künstliche Intelligenzen wie Roboter oder so Maschinen übernommen wurde. Und diese Maschinen haben die Menschen genommen und jeder Mensch ist wie eine Batterie. Und die sitzen oder die liegen in einer Zelle, in einem Schlafzustand letztendlich. Und die sind irgendwie so verkabelt, das ist wie so eine Zelle eben. Und ihre Lebensenergie wird von ihnen eben ausgesaugt. Und diese Energie wird eben also für die, was weiß ich, für den Antrieb von diesen Maschinen, künstliche Intelligenzen eben verwendet. Und es gibt natürlich so eine Rebellengruppe und Morpheus ist der Anführer und die versuchen einfach so die Menschen aufzuwachen und zu erwachen sozusagen und aus diesem System raus zu katapultieren. Und jeder Mensch, ich meine, das ist wie so ein Uterus, ich meine, das ist so in der Entwicklungsstadium so ein Mensch. Aber es gibt natürlich auch erwachsene Menschen, wirklich, die liegen in einer Zelle und sie werden immer so mit irgendwie Lebensinhalten, Lebensgeschichten eingespeist und sie träumen und sie meinen, sie leben dieses Leben. Und das ist eigentlich der Wahrheit, glaube ich, sehr, sehr nah. Aber auf jeden Fall Morpheus, das ist so eine Erwachungsminute von dem Held in dem Film, Neo. Und in so einer Zelle zum Beispiel liegt er noch überall so verkabelt und so weiter und wird dann irgendwie dann gerettet. Aber interessant ist, wenn er aufwacht oder beziehungsweise erstmal so hochkommt aus dieser Zelle und dann sieht er einfach die ganz anderen Zellen dieser Batterien. Und was ich interessant finde, ist hier, Cerebellum. Da ist der erste Stecker ist da, also da wird einfach so Angstenergie wird einfach so eigentlich ausgesaugt, weil ich meine, das sind die energieproduzierende Zellen für diese Maschine. Aber wir sind, wenn wir in Angst leben, nicht anders als die, das kann ich euch auch sagen. Und da muss man nicht unbedingt irgendwie so eine Verkabelung haben, aber das geht auch von hier aus oder auch von hier, Solarplexusbereich.
das wird auch ausgesaugt. Sehr, sehr interessant. Von dann, ich meine, da sieht er einfach in der Unterpucht überall diese Batterien, also jede Zelle beinhaltet einfach so ein träumender und wunderbarer Mensch letztendlich. Weil es ist interessant, aber das ist auf jeden Fall also dieses Thema mit dem Zellenbildung. Ja, wir sind hier, das ist der Bulle, Taurus. Das ist der Monat Mai. Wir sind jetzt im Mai angekommen. Mai, Maya oder im Englischen Move, also das heißt sich bewegen, dass sie haben den gleichen Stamm. Mai heißt eigentlich bewegen, sich bewegen. Und Maya, ja, Maya heißt auch beweglich, das ist nicht fest, das ist vergänglich. So Monat ist einfach ein Monat der Bewegung. Warum? Weil hier kommt der Impuls, der Geistes- oder elektrische Impuls, und hier werden die Knospen, auch hier, das ist auch eine Knospe eigentlich, Knospen gehen auf, die bewegen sich, die gehen auf. Das ist das Wachstumsmonat eigentlich, das hat schon auch eine positive Seite. Wenn aber die Bewegung in der Tat stattfindet, wenn keine Stagnation eigentlich die Oberhand gewinnt, weil das ist ja ein Erdzeichen, ein sehr träges Zeichen, aber muss sich eigentlich bewegen. Das ist irgendwie so ein bisschen so das Dilemma im Mai. Und die Sonne wird ja immer stärker und stärker, also in dieser Jahreshälfte natürlich bis hier. Das ist einfach so diese positive Seite von dem ganzen Geschehen. Und im Mai, und hier Frühling, Mai, April, Mai, Juni, das sind die Frühlingsmonate, und astrologisch gesehen oder humoralisch gesehen ist es ja warm und feucht. Diese Monate sind warm und feucht. Und die Feuchtigkeit in der Luft ist auch ein Thema, was mit dem Salz zusammenhängt, aber wir kommen darauf zurück. Ich habe noch etwas, was ich noch sagen möchte, das ist auch sehr interessant jetzt, also für unsere ganze Geschichte, für unser Odyssee sozusagen, durch den Körper. Er kennt wahrscheinlich Cerebellum hier, und dieser ganze Bereich gehört aber auch dem Stier noch, also das ist unterhalb von Cerebellum. Das ist Pons, die Brücke, und das ist Medulla Oblongata. Pons ist die Brücke zwischen dem Cerebellum und was alles, was dann von den Nerven runterkommt und in die Wirbelsäule runtergeht sozusagen. Und hier ist eben diese Medulla Oblongata, hier in vergrößerter Form. Hier kreuzen sich alle Nerven, also fast alle Nerven, also Großteil der Nerven, die vom Zellbum kommend, vom Mittelhirn und so kommend, also sie kreuzen sich, die Sympathikus- und Parasympathikus-Nerven. Und das ist interessant, und auch der Saft, der hier produziert wird, muss sich kreuzen. Und dieses Kreuzen hat wirklich auch eine okkulte Bedeutung. Das ist eine Bekreuzigung, nämlich, was hier stattfindet. Und Taurus, Tau ist dieser Saft. Tau ist in der Tat wie Morgentau, was auf dem Blatt ist. Und aber dieser Saft eben, Tau kreuzt sich und wird bekreuzigt. Das heißt, ich meine, Taurus hat diese Bedeutung, also eine tiefere, okkulte Bedeutung hier. Und das ist dieser Bereich Medulla Oblongata, wo das stattfindet. Und das wird auch in esoterischen Texten als Golgotha, also dieser Bekreuzigungsplatz von Jesus eigentlich auch dargestellt, hier. Also dieser erste Kreuz sozusagen, also wo der Geist
der in Form von diesem Prima-Saft dann niederkommt oder fällt und bei diesem, beim Fallprozess, also wird bekreuzigt hier in diesem Gebiet. Und das ist im Taurus, beziehungsweise im Stier, Taurus. Und es gibt eine andere Kreuzigung, das ist im Sakrumbereich und das ist das gegenüberliegende Zeichen Skorpion. Und das, ist, das hat natürlich auch eine astrologische, also es ist ein, die sind, also die ergänzen sich, die sind, das ist ein Paar, Taurus und Skorpion. Das ist die Erzkreuzigung. Also, nee. Also kreuzen. Kreuzen, ja, also die Nerven kreuzen sich. Und auch diese Phänomen. Ja, ich meine, die wechseln die Seiten in dem Sinne. Mhm. Aber letztendlich, ich meine, das hat natürlich eine esoterische Bedeutung, weil dieser Geist, die Essenz vom Geist, von Elektrizität, also der höchste Schwingungsebene oder der höchste Bewusstseinsebene, muss sich kreuzigen, also muss sich materialisieren, auf die Materie, also in die materielle Ebene hinein, sich hineinbegeben. Und auch in der, im esoterischen Text zum Beispiel ist auch hier, ab hier auch Ägypten. Ägypten ist ja dieses rote oder das kalte Land. Ägypten, also ich meine im übertragenen Sinn. Weil hier ist es dann wirklich Krieg und es wird alles, es ist kalt, Krieg und fremdes Land für dieses Hochgeborene, also die, für diesen Saft. Der muss sich aber irgendwie opfern und eben sich differenzieren und dann eben Stoffwechselprozesse einleiten und Arbeit leisten sozusagen und hoffentlich natürlich unversehrt wieder zurückkommen. Das ist einfach dieser Prozess. In Form bringen, oder? Der Geist. Der muss sie ja mit in Form bringen. Also der Geist ist ja der Geist. Ich meine, das ist ja das Höchste. In die Materie. Ne? Ja, in die Materie, genau. Also, ja. Die Materie. Genau, also das ist dieser Prozess. Ich meine, das ist ein Teil davon, opfert sich sozusagen. Das ist eine Opferdarstellung. Also hier in diesem Sinne. Das ist natürlich schon esoterisch. Das hat natürlich mit Anatomie in dem Sinne. Also schon auch was zu tun, aber das sind ganz so verschlüsselte Botschaften. Okay. Natriumsulfat ist das Stiersalz. Ja, also Natrium ist wie Kalium ein Alkalimetall und ist sehr reaktionsfreudig, wie man das hier so sieht. Also das wird also mit allem, also wirklich sehr, sehr gerne verbindet sich und dann ist also nicht mehr in reinster Form vorhanden. Und die Bedeutung Natrium, das ist wohl irgendwie auch aus dem Arabischen, da gibt es ein Tal, das eben also dieser Natronlauge abgebaut wurde, aber mehr dazu konnte ich nicht irgendwie rauskriegen. Also das hat nicht unbedingt eine andere Bedeutung, das ist einfach so ein, es wird abgeleitet von einem geografischen Teil von Arabien. Und Sulfat, das heißt Schwefelverbindung, Schwefel in reinster Form ist wirklich gelb, ein leuchtend gelb, sehr, sehr schöne Farbe. Und Sulfur heißt eigentlich auch gelb, leuchtend gelb, mehr nicht in dem Sinne. Aber das ist auch die Sonnenfarbe, das ist eine schöne, also leuchtende Farbe. Und das nicht dann so nach Paul Meyer. Ja. Ja, Schwefel riecht danach, ja. Ja, Schwefel riecht danach. Aber nicht, also das ist natürlich eine, vor allem Schwefel, also das ist Wasserstoff, Wasserstoffsulfid, das ist in Sulfidform und das ist einfach das, was auch das Ei produziert. Das ist, das, da kann die Nase wirklich fallen. Und ist auch giftig. Also in höherer Menge ist es wirklich giftig. Also in dieser Form, als Gas. Also Natrium ist eigentlich ein Reduktionsmittel. Das heißt,
Also weil das irgendwie sehr schnell und schön reagiert und sich eben also mit anderen Ionen verbindet oder mit anderen Materialien. Und selbst ist ja auch positiv beladen, das heißt, wird immer sehr gerne die negativen Ionen zu sich bringen. Und deswegen ist es ein Reduktionsmittel, heißt es. Aber was Natriumsulfat eigentlich für den Körper macht, Natriumsulfat ist ja der Glaubersalz. Es wird als Glaubersalz eingesetzt, als Abführmittel. Aber ich meine, man muss ja nicht unbedingt in diesen Mengen und auch abführend das nehmen. Das ist eher für den Körper nicht unbedingt gut und nützlich, natürlich nützlich, aber eigentlich auch schädigend, weil das ist ja ziemlich ein sehr, sehr radikaler Prozess. Natriumsulfat bindet vor allem das überschüssige Wasser, was im Körper produziert wurde, und lässt das aus den Körperzellen rausbefördern und auch einfach rausschwimmen, vor allem in Form von Schwitzen, nicht durch die Blase, in Form von Schwitzen. Und dieses Wasser kommt nicht durch das Trinken. Das ist nicht Gastrointestinaltrakt, was wir hier sprechen, sondern wirklich durch die Lungen, durch die Atmung, durch die Luft, beziehungsweise durch die Feuchtigkeit in der Luft. Diese Feuchtigkeit wird vor allem also bei den Stiermenschen oder das Stier, also die Stieraffinität haben im Horoskop, also ihr lymphatisches System ist ein bisschen schwach. Und sie sammeln sehr viel Wasser an, Ödeme und so weiter. Und Natriumsulfat ist dafür geeignet, eben also dieses überschüssige Wasser wirklich aus dem Körper rauszuschwemmen. Weil diese Ödeme, also dieses überschüssige Wasser, hat natürlich auch ziemlich viele Giftstoffe, alles Mögliche, was der Körper nicht braucht, in sich. Und deswegen fühlt man sich auch zum Beispiel im Mai, also in Frühjahrsmüdigkeit. Ein Teil davon ist wirklich Wasseransammlung im Körper. Natürlich auch Vitaminmangel und das und jenes, weil man wirklich aus dem langen Winter rauskommt. Aber da ist eben Luft. Die Luft ist warm und feucht und diese Feuchtigkeit geht direkt in das Blut, in das lymphatische System. Nicht über den Magen, nicht über den Darm, sondern direkt über die Lungen. Und verursacht einfach extra Wasser, Wasseransammlung. Und dagegen Natriumsulfat. Damit das Gleichgewicht wieder hergestellt wird, damit Giftstoffe nicht angesammelt werden im Körper. Ja. Also passt dann die Sauna dazu. Also nur noch 10, letztendlich ja. Also wenn man wirklich so alles irgendwie rausstellen möchte, wenn man nach dem Sulfat nimmt und dann das wirklich wirken lässt, dauert sowieso 48 Stunden ungefähr, bis alles irgendwie so rauskommt. Sauna würde sicherlich helfen. Aber auch Bewegung immer laufen. Ja, sicher. Ne? Ja, also schwitzen klar. Während der Bewegung. Ja, schwitzen allgemein natürlich. Wir sitzen ja überwiegend. Ja, ja. Aber ja. Eben, ja. Verklebt ist alles. Ja. Aber es ist unterschiedlich. Manchmal gibt es wirklich so Phasen, wo man mehr schwitzt als weniger schwitzt. Ja. Also nicht unbedingt jetzt Menopause oder so bedingt, sondern wirklich auch Phasen also zwischen den Jahreszeiten. Ja. Ja, also Stier, Salz, Natriumsulfat ist auch daher, ich meine, das gehört zu den 12 und hat natürlich auch seine Stelle, aber nach wie vor Natrium, Kaliumphosphat ist auf jeden Fall König der Schüsslersalze und in diesen 12 auf jeden Fall. So, damit werde ich jetzt hier beenden. Und werde im nächsten Vortrag weitermachen. Vielleicht kann ich auch 3 in einem Stück vornehmen, das weiß ich noch nicht. Aber auf jeden Fall, da werden wir einfach auf diese Art und Weise ein bisschen weitermachen. Wenn es euch interessiert, wenn ihr wieder kommen möchtet.